Angela Merkel. Und da sieht man natürlich an diesen Buchstaben auch sofort, als Frau aus dem Osten haftet ihr in der CDU natürlich ein gewisser Generalmakel an. Ne? Und das nicht nur aufgrund der Lärmklänge, wenn sie den Mund aufmacht, nein, auch wenn sie sich selbst lieber gerne so als, ich sag mal, Karamellengel präsentiert, behaupten böse Stimmen ja, bei der Stasi sei ihr Klarname Egel gewesen. Ja, kommen wir zu ihrer Politik. Ihr Gesundheits- und Sozialkonzept lautet für alle Armen EKG. Und was ihre außenpolitische Einstellung angeht, da freut sie sich trotz einer kleinen Rechtschreibschwäche trotzdem auf die Zusammenarbeit mit Barack Obama, denn sie mag alle Neger. Ja. Wie gesagt, kleine Rechtschreibschwäche. Ja, aber auch Barack Obama im Gegenzug nennt sie ja auch schon liebevoll sein böses großes Reh, auf Englisch Mean Large Elk. Das passt schon ganz gut, oder? Ja, ansonsten, das aber wirklich nur so nebenbei, sind ihr Makrelen egal, das ist jetzt politisch nicht ganz so wichtig. Was ihre politischen Entscheidungen allerdings angeht, da ist sie mitunter real am Kegeln. Und ich glaube, da kann man sagen, und das beweisen uns wirklich diese Anagramme, als sie Bundeskanzlerin wurde, da kam lang Leere, weswegen unser abschließendes Fazit lautet: Angela Merkel, klare Mängel. In diesem Sinne, schönen Abend.